Der SRH-Dämmermarathon, das ist der neue Name des abendlichen Marathons durch die Städte Mannheim und Ludwigshafen, der in diesem Jahr am 14. Mai an den Start gehen wird. Erstmals ist das Heidelberger Gesundheits- und Bildungsunternehmen Hauptsponsor dieser Großveranstaltung. Doch die SRH will mehr sein als nur der Titelsponsor. Als Träger von Kliniken und Reha-Einrichtungen will die SRH die Läufer aktiv auf verschiedenen Ebenen unterstützen. Auftakt hierfür war die Running Convention in der SRH-Hochschule. Start und los. Auch in diesem Jahr werden sich wieder rund 12.000 Menschen vom Mannheimer Wasserturm aus auf den Weg machen. Egal, ob es um den ganzen Marathon geht oder nur um die halbe Strecke. Untrainiert und ohne Vorbereitung wird es kein Läufer schaffen. Mit der SRH Running Academy werden 50 sogenannte Laufhelden optimal auf den Dämmermarathon vorbereitet. Ich bin letztes Jahr schon den Mannheimer Halbmarathon mitgelaufen und ich habe großes Interesse am Laufen generell. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere es mit der SRH, weil die ein tolles Trainingsprogramm vorhat. Doch Laufen allein reicht als Vorbereitung nicht aus. Ein Marathoni muss rundum fit sein und dafür entsprechend trainieren. Viele vernachlässigen das, weil sie einfach denken, na, ich laufe nur. Ergänzen sollte auf jeden Fall mindestens einmal die Woche ein Athletiktraining gemacht werden. Also nicht nur Rumpf, der auch schon sehr wichtig ist, sondern tatsächlich ein Ganzkörper-Athletiktraining. Neben dem körperlichen Training gehören zu einer optimalen Vorbereitung auch Seminare wie die SRH Running Convention. Der zweitägige Kongress gibt Einblicke in alle Themen rund um den Laufsport, zum Beispiel wenn es um die Motivation geht. Die mentale Stärke spielt eine sehr große Rolle. Man sagt, bei Leistungssportlern, die einen ähnlichen Leistungsstandard haben, wäre die mentale Stärke sowas wie das Zünglein an der Waage. Ja, also kommt es darauf an, wie fit bin ich tatsächlich im Kopf. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, kann eine mentale Fitness nicht die körperliche Fitness in irgendeiner Art und Weise kompensieren. Auch eine medizinische Betreuung ist wichtig. Viele Läufer haben Angst, auf der Strecke zu bleiben, im schlimmsten Fall mit einem plötzlichen Herztod. Das passiert zum Glück sehr selten, doch ein Marathon birgt auch Gefahren. Risiken sind natürlich bekannte Herzerkrankungen, aber natürlich auch bei Patienten, die Herzerkrankungen in der Familie haben, vor allem Patienten, wo Familienmitglieder am plötzlichen Herztod verstorben sind im Jahr unter 50 Jahren. Da gibt es eine ganze Reihe an genetisch bedingten Erkrankungen, die dann auch weitere Familienangehörige betreffen können. Und dort sollte halt vorher eine gründliche Herzuntersuchung auch stattfinden. Ernährung, Training, Schmerzen und Verletzungen. Viele Themen werden auf der Running Convention angesprochen. Für die SRH sind diese begleitenden Veranstaltungen wichtig. Das Unternehmen will das Leben der Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar aktiv mitgestalten. Wir hatten von Anfang an gesagt, dass wir als SRH nicht nur Namenssponsor sein wollen, also nicht nur Geld geben wollen, einen Namen dafür transportiert sehen wollen. Wir denken, dass SRH und Sport, SRH und Laufen ideal zusammenpassen. Das wollen wir nach innen und nach außen transportieren. Das heißt, wir stehen für Bildung, wir stehen für Gesundheit. Das geht mit gesunder Bewegung allemal einher. Das geht auch einher damit, sich Ziele zu setzen. Humor hilft immer, auch beim Laufen. Das sagt Dieter Baumann, einer der bekanntesten Läufer Deutschlands. Er gewann Gold und Silber bei Olympischen Spielen, wurde Europameister und vielfacher Deutscher Meister. Heute ist er als Kabarettist unterwegs und in seinem Programm Die Götter und Olympia erzählt er von Abenteuern aus dem olympischen Dorf. Ja, und der Wahnsinn war ja, unser Luftpistolen Schütze. Der hat mir seine 5 Kondome gegeben. Mit denen konnte er nichts anfangen. Ne? Der schießt ja nur mit Luft. Dieter Baumann hat übrigens den ultimativen Tipp für alle, die sich noch nicht aufraffen konnten. Ich glaube, das größte Hindernis für Menschen ist, wenn sie heimkommen, haben einen langen Tag gehabt, sind müde und das Sofa lockt. Und dann hocken sich die Leute auf das Sofa und dann ist vorbei. Deswegen mein Tipp, verkaufen Sie das Sofa auf eBay. Ja, dann kann man sich schon nicht mehr hinhocken, dann muss man zum Laufen gehen. Also dann, Sofa rausschmeißen und Laufschuhe anziehen. Bis zum 14. Mai ist ja noch etwas Zeit. Und nichts macht glücklicher, als über die Ziellinie zu laufen.